Reicht offenbar aber nicht ganz aus hier. Oha. Hoher Level, der Gegner. Ich verziehe mich, glaube ich, gleich wieder, oder? Das ist doch hier anstrengend. Scharfer Stahl. Komm, komm. Komm, Feuer frei. Super, Funk. So, erledigt. Ich kann trotzdem nicht allzu viel machen hier. Ich habe bis auf meine Kälte aufpassen. Wie komme ich wieder raus, ist die Frage. Oh. Ich meine, ich habe noch die Hälfte Zeit, ne? Ich darf ruhig zu tief jetzt laufen. Dann kriegen wir es schon hin. Ah, oh, Gegner. Verdammt. Nicht gut. Komm, ich lauf lieber raus jetzt. Das war ein bisschen zu heikel. Die haben auch noch kalt, dann war es das. Dann fällt auch schon der Booker hier zu Ende wiederum. Kann hier auch sein. Ja, Tatsache. Gut, dann haben wir das ja. Dann haben wir es gerade so geschafft. Wow, ein Glücksfund. In unserem Kälteresistenzzeug. Jetzt bloß weg hier, bevor ich doch noch sterbe. Ich hoffe, ich finde jetzt raus, weil alles so eisig ist in der Sicht. Aber sieht so aus, als geht's auch nur da lang. Ach komm, siehst du, alles geschafft. Innerhalb der Zeit. Bald solltest du weitersehen können. Und ich denke auch, alles mitgenommen, was hier mitzunehmen war. Außer das da. So, jetzt aber schnell weg hier. Haben wir es trotzdem abgehakt nebenbei, ist doch super. Hä? Hä? Ah, sehr gut. Ah, ein Tierchen. Noch mehr Tierchen. Ich wollte aber zur Hauptquest eigentlich. Da muss ich irgendwie da oben raufkommen. Ja, gut gemacht mit dem Bunker, würde ich sagen. Hallo! Gefangen. Streicheln und behalten. Aber die Gefangene-Missionen, die geben mir halt gezielt mit Quest diese tollen Aura-Punkte dazu, aber geben eben auch einen Psi-Punkt dazu, wie es aussieht. Diese Tierchen geben eben tatsächlich nur dann Aura-Punkte. Wobei die einfach echt zu leicht zu finden sind für meinen Geschmack und auch zu schnell. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so tatsächlich komplett beabsichtigt ist. Das fühlt sich ein bisschen buggy an. Weil es eben so einfach zu machen ist. Und weil so viele Tiere rumwurschteln irgendwie. Ich beschwere mich nicht, deswegen, ich finde es irgendwie merkwürdig. Ah, diese Halsreste wären perfekt für deine Pläne geeignet. Welche Pläne denn genau? Weißt du mehr als ich? Dann wiederum muss man natürlich sagen, ich spiele schon so lange und bin trotzdem gerade erst auf 30 Aura von der einen hingekommen. So gesehen ist es vielleicht gar nicht so viel, mal sehen, was man da dazu geschummelt bekommt quasi. Komme ich über den Weg da oben hin? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ein gut verborgener Ort, direkt unter der Erde. Ein Raumschiff! Ein Raumschiff! Ein fast schon klassisches UFO. Oh, ich glaube, da bin ich lieber nicht runterfallen. Oh. Na klar, ich weiß inzwischen auf jeden Fall, wo Steinalt so wohnt, weil da hier war ich schon so oft. Ich erinnere mich an diese Aussage. Inzwischen weißt du ja, wo er ist. Ja, woher denn? Ich halte war hier noch nie. Neuen Wegen Ausschau. Hier unten kannst du viel übersehen. Ja. Ah. Rein ins UFO. Er ist gar nicht da oben, er ist hier unten. Wie hätte ich den jemals finden sollen? Es geht hier ab. Steinalt, erklär mal was. Steinalt ist beeindruckt, dass du es so weit gebracht hast. Doch es gibt immer noch zu tun. Das Ende der Welt ist noch allgegenwärtig in aller Gedanken. Du hast einen Weg eingeschlagen, der dir die Macht verliehen hat, entweder alle zu vernichten oder zu retten. Die Frage ist, wie du mit dieser Verantwortung umgehst. Ja, das wissen wir alle nicht so genau. Er sorgt sich um dich. Wer sich selbst liebt, würde niemals anderen wehtun. Was? Doch, je mehr man sich selbst hasst, desto mehr will man auch andere leiden sehen. Ich wollte nur eine Fähigkeit haben. Die echt schwach ist. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wer du bist und woher du kommst.
Wer seine eigene Geschichte und seinen Ursprung nicht kennt, ist wie ein Baum ohne Wurzeln. Also ehrlich, ich meine, das Ding hat einen massiven Flächenschaden. Das ist total cool. Die Animation an sich ist auch nicht schlecht. Also wie sie aussieht, ist ganz stylisch. Aber es macht tatsächlich einfach weniger Schaden als erhofft. Andererseits wiederum fast wie erwartet Schaden, weil die machen alle Psy-Angriffe so relativ wenig Schaden, auch wenn sie ganz cool sind und sich anfühlen, aber der Schaden hält sich in Grenzen. Dann wiederum, wenn ich meine herkömmlichen Waffen, also sowohl Nah- als auch Fernkampf nehme, machen die auch nicht so hammer viel Schaden. Erstmal eine super krasse, ultra seltene, gefundene Waffe macht jetzt gerade den übertriebenen Schaden und macht alles kaputt. So gesehen ist der Zauber vielleicht doch wieder ganz gut. Und wie gesagt, es hat einen massiven Flächenschaden und auch eine massive Reichweite, wenn ich das so möchte. Das hat schon einiges für sich. Aber vielleicht soll ich doch wieder mal ein bisschen die Ki-Energie steigern, weil Nahkampf scheint immer weniger wichtig zu werden, solange ich eine Waffe finde, die auch sehr, sehr super stark ist im Nahkampf, wie meine jetzt Fernkampfwaffe. Bis dahin würde ich aber tatsächlich sagen, der Fernkampf lohnt sich mehr und die Psy-Energie hat auch gewisse coole Effekte. Ich meine, ich brauche momentan Nahkampf eigentlich nur, um meinen Wung Fu aufzuladen, für meinen noch stärkeren Pistolenschuss und fertig. Es ist wichtig, immer bodenständig zu bleiben. Du teilst dein Schicksal mit dem Baum. Steinalt sagt, es gibt eine Zeit für alles. Es ist jetzt sinnlos, an die Vergangenheit zu denken, da diese vergangen ist. Ja, gibt Sinn. Denk an die Gegenwart, denn dort befindest du dich. Du musst deine Prioritäten festlegen und Dinge zu Ende bringen. Er ist besorgt, dass du die Welt in Gefahr bringst. Doch die Dunkelheit muss nicht zwangsläufig das Ende der Welt bedeuten. Sie ist bloß eine andere Perspektive. Ja. Wenn die Welt wirklich untergeht, gibt es kein Entkommen. Für den schlimmsten Fall hat er Vorbereitungen getroffen. Er nennt es die Arche. Da, wo wir jetzt gerade sind, oder was? Mit den komischen Experimenten da. Prototypen für irgendwelche Kreaturen, nehme ich an. Miami. Er hofft, du hast recht. Er versteht, dass du meinst, dass die Reise so oder so weitergeht. Aber er selbst will, dass der Baum überlebt. Luatolo Maua. Steinalt meint, es gibt keine eindeutigen Aufzeichnungen über die Ereignisse, die den Lauf der Geschichte verändert und die Welt in die Knie gezwungen haben. Tolle Ketta. Ja, Wawanawe. Er hat in der Arche Beweise gefunden, in denen die Krise beschrieben wird. Jahrzehntelange Verschmutzung, die in den Boden drang und den inneren Kern aufgebrochen hat. Ja, Jumawa. Die Verschmutzung unterbrach den Fluss der sogenannten Ki-Energie. Die Lebenskraft, die alles durchzieht, sowohl lebende als auch unbelebte Dinge. Er hat erfahren, dass die Verderbnis alles auf der genetischen Ebene beeinträchtigte und so alles auf den Kopf gestellt hat, was als normal galt. Nur die, die sich verändert haben, entgingen der Auslöschung und konnten beweisen, dass Überleben und Erneuerung möglich sind. Mann, der labert aber viel heute. Er kann deine Neugier über das Schiff am Fuß des Baums nachvollziehen. Er sagt, es kam zum Vorschein, als das Öl durch die Erde brach. Die Arche gab es sogar schon vor der alten Zeit. In ihrem Inneren hat er Anleitungen gefunden. Und nachdem er sie jahrelang studiert hat, glaubt er nun, das Schiff zu verstehen. Selbst wenn du denkst, dass niemand sonst es wert ist, vor dem Ende der Welt gerettet zu werden, gibt es in der Arche noch 4 weitere Plätze. Er wird die Plätze weiter frei halten, falls du im Fall der Katastrophe noch 4 andere in die Arche einladen willst. 4 Leute also. Sobald du für einen Charakter eine Quest abgeschlossen hast, kannst du ihm einen Platz anbieten. Okay. Der Sifu, der mit dem Stamm ist, und Stein haben sie bereits. Das dachte ich mir schon. Aber überlege gut, wen du sonst noch einlädst. Du kannst dein Schwein und Spieler nicht mehr ändern. Je nachdem, welche Aura du hast, können manche Charaktere deine Einladung ablehnen. Verstehe. Ja. Steinalt hat gehört, dass du recht beschäftigt warst. Er weiß deine bisherigen Taten zu schätzen. Doch leider erfordert seine Freundin Noko im Osten dringend deine Aufmerksamkeit. Okay.
Steinalt sagt, er weiß, dass du gütig genug bist, um Noko so gut wie möglich zu unterstützen. Ja, klar doch. Bubuko von Wunwun. Er wird dir den richtigen Weg weisen. Doch Noko zu finden und sie mit allem Nötigen zu versorgen, liegt ganz bei dir. Krass. Ich höre Geräusche. Das klingt nicht gut. Nee. Steinalt hatte recht. Der Hufschnauber muss gestoppt werden. Ja. Was? Kann ich erwähnen. Steinalt sagt, Noko ist besorgt, weil der Weltenfresser im Osten immer mehr Unheil anrichtet. Er erklärt, dass Noko über ein legendäres Reittier verfügt, mit dem sie gegen den Weltenfresser ziehen will. Doch sie benötigt deine Hilfe bei der Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, ob jetzt storytechnisch zuerst bei dem einen Weltenboss war, wo ich schon war. Vor, dass du so schnell wie möglich nach Osten aufbrechen solltest, um Unterstützung zu leisten. Er fragt sich, was dich gerade beschäftigt. Das war's. Ende. Das ist echt wieder total merkwürdig gerade. Erzählerfrequenz. Falls du das Gefühl hast, dass der Erzähler während deiner Erkundung zu häufig spricht, kannst du deine... Ja gut, das wusste ich doch schon. Das suggeriert gerade irgendwie eine gewisse Reihenfolge in der Handlung, wann man welche Typis besiegen soll. Aber ist doch völlig mir überlassen eigentlich. Deswegen bin ich jetzt irritiert, dass ich jetzt diesen Namen erwähnt bekomme. Wobei die Quest, zu ihm zu gehen, jetzt auch seit dem ersten Weltenfresser aktiv ist. Aber ich hätte theoretisch schon vorher dahin gehen können. Pummelschnaube. Und gut, anders gar nicht zu sehen. Ich glaube tatsächlich, der Pummelschnaube war der erste, der erwähnt wurde. Wo ich auch hätte wahrscheinlich zuerst hingehen sollen. Weil es hier auch meinem Clan nach lang ging. Ich habe halt den jetzt zuerst genommen, was gar nicht auf meiner Questliste stand in dem Sinne. Ganz ulkig irgendwie. Völlig irritierend auch das Ganze letztendlich. Ist aber auch egal. Mir ist eingefallen, während des Gesprächs, ich hatte ja eigentlich beschlossen, bin ich der Meinung. Schnelleres geht nicht. Wieso? Was? Manno. Hatte ja, glaube ich, eigentlich beschlossen, ich wollte mit der dunklen Aura das ganze Spiel beenden. Aber langsam habe ich das Gefühl, es gibt wahrscheinlich sehr viele verschiedene Enden. Weil, klar, einmal dunkel, einmal böse gibt es ja. Aber ich bin hier aktuell einigermaßen dunkel. Obwohl ich eigentlich einen recht deutlichen Vorsprung von dunkel zu gegenüber hell habe, bin ich trotzdem nur einigermaßen dunkel. Es gibt auch einigermaßen hell. Es gibt wahrscheinlich dann, ja, es gibt das Ausgeglichene eben, habe ich auch schon am Anfang des Spiels gehabt. Und es gibt dann wahrscheinlich noch sehr dunkel und sehr hell. Also demnach 5 verschiedene Ausgangszustände, die man das Spiel abschließen kann. Ich weiß nicht, ob die jeweils das Ganze beeinflussen. Was wir wissen ist halt, dass man beeinflussen kann, welche Charaktere in die Arche reinkommen, aufgrund, oder nicht beeinflussen kann, je nachdem. Aufgrund dessen, wie man halt mit der Aura unterwegs ist. Und, ich glaube, ich reise am ganzen Ende der Folge mal da unten hin, wo ich eigentlich hin wollte, dann schließe ich das Ganze nämlich auch ab. Und, zack. Ja, das geht jedenfalls. Und man kann hier noch entscheiden, ob man die Welt untergehen lassen will, oder ob man sie eben erneuern lassen will. Keine Ahnung. Und man kann auch die Stämme entsprechen. Man kann einen Verbündetenstamm haben von Stamm von 6 verschiedenen. Also ich habe das Gefühl, es gibt hier viele verschiedene Endings tatsächlich. Mehr als man jemals machen kann, weil ich bin so schon ewig dabei. Ich meine, klar, Let's Play und so weiter dort immer lange, länger. Das wisst man ja. Ich wäre schon längst durch. Hätte ich so gespielt. Aber trotzdem, boah, da hat man noch viele Optionen. Wenn es jemals für Switch kommen sollte, ich werde es mir definitiv nochmal holen und dann vielleicht einen anderen Weg spielen. Wenn ich sowas spontan machen kann überhaupt, ich weiß gar nicht genau. Weil es mich doch sehr interessiert, was man da entsprechend für Möglichkeiten hat. So, bekomme ich jetzt was von dir endlich, ja? Ja. Ja. Mok meint, er hat schon früher im Kolossdung Schlüssel gefunden und sich immer gefragt, was die wohl aufschließen. Wenn du die anderen findest, findest du auch mehr Schlüssel. Kacke gibt es mehr als genug. Ja, schön. Mok sagt, beim letzten Monster hast du gute Arbeit geleistet. Er hofft, du hast genug Zeit übrig, um das nächste aufzuspüren. Ja. Er das ist heißt nicht wegen... weit entfernt. Dieser sollte weniger zeitraubend sein als der letzte. Ja. Das ist jedoch dachte, kein ich bin Grund, jetzt wegen Zeit dem, zu verschwenden. Wegen dem Dings hier gewesen, dem Weltenboss. Wenn du weiterjagst. Die ganze Welt scheint zu leuchten. Jetzt bekomme ich was Gutes? Wie ich es immer... Es ist so lange... Mir reicht es mit... Zu viel ist nie genug.
Okay, jetzt habe ich was. Hä? Ich habe eine lustige Quest gemacht gerade. Moog weiß deine Gesellschaft zu schätzen. Ja. Sag. Na fein. Hell plus 2 gleich bekommen? Was? So haben wir nicht gewettet. Tatsache. Ich meine, ich will Hell auf jeden Fall auch auf 30 haben, um dann gegebenenfalls das hier noch zu kriegen. Was auch ganz lustig ist eigentlich. Aber auswählen will ich ja erstmal erfrieren und ich möchte dann Levitation dazu haben. Letztendlich, ich meine, der geht raus, der ist eigentlich ganz cool, den mag ich auch sehr gerne. Ich kann auch nur 4 drin haben, das heißt, der ist weg für eins von denen hier. Ich muss mir inzwischen entscheiden, ob ich da noch eins reinnehmen möchte oder nicht. Schwierig aktuell. Wobei das hier an sich auch ein sehr früher Punkt ist, aber wahrscheinlich ist er einfach von Natur aus nicht so stark, weil es eben das zweite ist, was man nehmen konnte. Und es ist ja nachteils einfach, du musst so rötlich rumlaufen und lässt es dann geschehen und kannst dabei nichts machen außer ausweichen. Und selbst das beendet die Attacke im Prinzip. Deswegen ja, eigentlich auch schön doof. Aber man könnte das Spiel noch so komplett anders spielen, aber vom Spielgefühl, vom Gameplay her, wenn man da andere Sachen investieren würde, als das, was ich gemacht habe. Das ist eigentlich auch total faszinierend. Davon ab, dass es ja immer noch heißt oder hieß früher mal, dass man ja noch die ganzen Charakterklassen, die man anfangs auswählen konnte, ich bin ja nur ein Söldner, auch noch irgendwann im Spiel nochmal dazu kriegen kann und nochmal extra Punkte und so weiter. Also, ach, was zum Teufel, ne? Ich glaube, da muss ich hin. Moog, ja genau. Machen wir aber dann frühestens in der nächsten Folge, wenn ich dran denke. Ah, da sitzt der Steinalte. Und das Spiel fasziniert mich immer noch sehr. Und ich bin aber gerade wieder an einem Punkt, wo ich recht erschlagen von den ganzen theoretischen Optionen bin. Aber hey, Hammer, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, also bei Biomutant. Gehabt euch wohl. Ciao.